Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Üpos darf ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Zunächst, es ist der 13. Dezember, das heißt, ein guter Teil des Börsenjahres liegt bereits hinter uns. Zum anderen steht die stressige Weihnachtszeit noch vor uns und dementsprechend werde ich versuchen, mich möglichst kurz zu halten, aber Ihnen dennoch die Informationen zu liefern, die Ihnen hoffentlich auch vernünftige Denkanstöße liefern, um sinnvolle Anlageentscheidungen zu treffen, respektive Ihnen als unseren Kunden auch nochmal die Nachvollziehbarkeit der vergangenen Empfehlungen zu erläutern. Sofern Sie Fragen haben, können Sie diese jederzeit gerne stellen. Die technischen Möglichkeiten sind entsprechend über die Fragenfunktion der Software vorhanden und wir werden Ihnen im Nachgang natürlich noch eine Online-Konserve zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird eine Aufzeichnung dementsprechend geben, sodass Sie danach die Möglichkeit haben, alles nochmal in Ruhe nachzuvollziehen, dort vorzuspulen, wo ich etwas zu langsam war und vielleicht das andere, wo ich etwas zu schnell über fachliche Themen hinweggegangen bin, sich nochmal das ein oder andere zu vergegenwärtigen. Ansonsten Fragen, wie gesagt, an jeder Stelle. Sofern es an der entsprechenden Position passt, gehe ich gerne direkt darauf ein. Und sofern es aufgrund der Folien, die im Nachgang kommen, später Sinn macht, gehe ich dann später drauf ein. Aber das Ziel ist wie immer, dass wir alle Fragen am Ende des Webinars auch beantwortet haben. Zunächst einmal lesen Sie momentan sehr viel über die positive Entwicklung der Aktienmärkte. Begriffe wie Trumpflation machen die Rallye. Es geistert durch die Wirtschaftsmedien und die Presse, dass man doch sehr überrascht ist, dass obwohl das Brexit, das schiefgegangenen Renzi-Referendums, wie es ja liebevoll genannt wird, und auch der überraschenden Wahl von Donald Trump zum designierten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, die Welt am Kapitalmarkt nicht untergegangen ist, sondern wir sogar überraschende Tendenzen in die andere Richtung sehen. Ein Grund könnte unseres Erachtens darin liegen, dass wir wirtschaftliche Überraschungen gesehen haben. Und zwar gibt es einen Index, der wird von der Citigroup berechnet und der zeigt die Erwartungen, die die Kapitalmarktteilnehmer haben an konjunkturelle und wirtschaftliche Daten und die werden dann abgeglichen mit den realen Daten, die dann in der Zukunft letztendlich eintreten. Also man macht quasi einen Abgleich der Erwartung mit der später eintretenden Realität. Und das sehen Sie hier im oberen Chart mal dargestellt für vier große Wirtschaftsräume. Also hier in diesem türkisblau die Eurozone, rot die USA, dunkelblau die aufstrebenden Schwellenländer und nochmal separat in diesem ja, dezenten Gelb-Orange sehen Sie China. Und wenn Sie das betrachten, dann sehen Sie, dass hier alle vier Linien oberhalb dieser Nulllinie liegen. Das heißt, wir haben überwiegend Daten gesehen, die besser hereingekommen sind, als es die Kapitalmarktteilnehmer erwartet haben. Es gab also positive Überraschungen und da an der Börse natürlich auch relative Erwartungen gehandelt werden, ist das durchaus auch ein Argument, was diese sehr starken Bewegungen bei den sogenannten riskanten Wachstumsklassen, also wie zum Beispiel den Aktien oder auch den Rohstoffen, erklären könnte, hier schön gezeigt. Also Sie sehen es oben in der Perspektive seit Beginn des Jahres 2015, also rund 2 Jahre jetzt mal. Und unten sehen Sie es nochmal etwas detaillierter dargestellt für die jüngere Monatsvergangenheit, damit Sie auch mal hier noch ein besseres Gefühl für die Entwicklung bekommen. Und wie gesagt, Sie sehen es, die Wirtschaft hat positiv überrascht. Die Frage wird sein, ob man das Momentum halten kann. Aber auf Basis der Erwartungen, die hier doch viele hatten, gab es positive Überraschungen. Und das führt Ceteris Paribus natürlich auch dazu, dass man hier die Erwartungen anhebt und dementsprechend auch riskante Vermögensklassen stärker gesucht sind. Eine weitere Überraschung sehen wir in einer Vermögensklasse, die im Rahmen des massiven Aufschwungs von China zu Beginn der 2000er Jahre massiv gesucht wurde, danach nach der Finanzkrise in der Versenkung verschwunden ist. Und ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, das Thema Rohstoffe. Mal verschiedene Rohstoffe abgebildet, also sei es jetzt Zink, Eisenerz, Kohle oder auch Rohöl. Und Sie sehen das mal hier auch nochmal dargestellt auf Sicht der vergangenen 12 Monate. Und wenn wir mal die letzten 12 Monate hier nehmen und wir beginnen am ersten oder vor 12 Monaten mit dem Wert 0, dann sehen Sie, es ging erstmal ordentlich nach unten, gerade im Verlauf diesen Jahres. Sie erinnern sich, das Jahresende Januar, Februar
Das waren ziemlich hässliche Phasen an den Kapitalmärkten, aber seitdem ging es ordentlich bergauf und Sie sehen es ja an der rechten Skala dargestellt. Die prozentualen Veränderungen auf 12 Monatssicht, die sind doch, ja, doch sehr, sehr ordentlich. Eisenerze jenseits der 100%, Kohle 82, 83% im Plus, Zink ja auch 76% im Plus, ja, Rohöl auch mittlerweile fast 50% auch nach oben gespült worden. Und das auch ein Aspekt, den man dahingehend interpretieren könnte, dass die Nachfrage nach Rohstoffen eben entsprechend anzieht, dass sich vielleicht auch hier niederschlägt, dass das Angebot aufgrund der sinkenden Nachfrage zurückgenommen wurde und dass wir dementsprechend momentan eben eine Angebotsverknappung bei steigender Nachfrage sehen und dementsprechend steigende Preistendenzen. Im längerfristigen Kontext sind die Rohstoffe aber dennoch immer noch im Tal der Tränen, das darf man nicht verheimlichen. Aber wenn wir uns nochmal das Jahres Ende des vergangenen Jahres oder auch den Jahresanfang diesen Jahres vergegenwärtigen, dann waren wir doch in einer Situation, wo die Masse der Welt und der Kapitalmarktteilnehmer auf dem Level war, dass wir nie mehr Wachstum bekommen haben, dass wir in einer disinflationären Phase sind, dass wir wirklich hier nie mehr wirkliches Wachstum bekommen. Und ich glaube, es ist immer so, wenn der Kapitalmarkt relativ einseitig positioniert ist und wenn alle auf die gleichen Daten schauen und dann auch für sich zu sachlichen Argumentationsketten kommen, dann ist schon sehr, sehr viel eingepreist. Und wenn es dann eben mal ein Stück in die andere Richtung läuft, dann sind viele sehr einseitig positioniert und dementsprechend kommt es dann auch mal zu schnellen und harten Bewegungen in die andere Richtung. Vom Thema Rohstoffe ist der Sprung nicht weit zum Thema Inflation, respektive Inflationserwartungen. Und wenn man sich mal die Inflationserwartungen anschaut, die am Kapitalmarkt momentan abgeleitet werden können, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Und doch das haben wir mal hier getan für den zweijährigen Horizont und den fünfjährigen Horizont und auch mal für die drei Regionen Eurozone, USA und Großbritannien. Und da geht es jetzt weniger um die absoluten Zahlen. Klar, wir sehen Großbritannien, dort die Inflationserwartung am höchsten. Wir haben eine massive Reduzierung des Außenwerts des britischen Pfunds gesehen. Dementsprechend mit fallendem Außenwert werden natürlich Importe teurer und das Thema importierte Inflation könnte dementsprechend eine Rolle spielen. Also Großbritannien strukturell hier vielleicht eine höhere Inflationserwartung durchaus zu rechtfertigen gegenüber den USA, aber auch der Eurozone. Wichtig aber meines Erachtens viel eher, dass wir vielleicht hier im Jahr 2016, wenn Sie sich mal dann diese Punkte hier anschauen, so im ersten Quartal, das könnten vielleicht in diesem Zyklus die Tiefpunkte bei der Inflationserwartung gewesen sein. Das ging tendenziell auch einher mit den Hochpunkten am Anleihemarkt, weil Inflation tendenziell natürlich ein Feind der Anleihemärkte. Und seitdem haben wir relativ vernünftige Aufwärtstrends gesehen, die nicht erst nur dadurch begründet wurden, dass eben Donald Trump hier für eine Überraschung gesorgt hat, sondern dass man insgesamt wohl auch realisiert, dass vielleicht die disinflationären Erwartungen etwas zu negativ waren und dass ja momentan sich wieder ein bisschen Inflationspotenzial aufbaut. Wobei man auch hier mal ganz klar sagen muss, die Kirche sollte man immer noch im Dorf lassen, weil auch wenn es gegebenenfalls zu fiskalpolitischen Maßnahmen kommt, also dass eben hier die Regierung auch aufgrund der Wahlergebnisse sich dazu genötigt fühlen, hier entsprechend als Nachfrager in den Wirtschaften aufzutreten, um das Wachstum zu stabilisieren und vielleicht auch Inflation zu erzeugen, so haben wir doch nach wie vor noch großen Gegenwind. Wir haben das Thema Demografie in der westlichen Welt und Japan, was tendenziell natürlich eher disinflationär wirkt. Wir haben das Thema Globalisierung, was eher disinflationär wirkt. Dazu kommt der digitale Fortschritt und die technologische Entwicklung, die vielleicht auch dafür sorgen, dass die Inflationsrate auf der breiten Basis eher im Zaun bleibt. Aber auch hier wiederum, wenn Sie sich mal die Erwartungen in den Hinterkopf rufen, die man Anfang des Jahres hatte, wo man ja davon ausging, dass wir wirklich in eine disinflationäre, deflationäre Phase fallen, dann sieht man hier eine relative Belebung nach oben und diese relative Bewegung nach oben, die führt natürlich dazu, dass hier die Kapitalmarktteilnehmer auch ihr Verhalten anpassen. Auch das Thema inflationsgebundene Anleihen, Sie erinnern sich, war ja doch ein Thema, was wir hier im Frühjahr relativ stark kommuniziert haben. Auch die Kunden haben das ja in ihren Portfolios gefunden und auch damals waren es die Diskussionen, macht es jetzt Sinn, Inflationsschutz zu kaufen, weil momentan redet doch jeder von Disinflation. Und auch hier muss man sagen, das Thema antizyklische Investitionen, das ist doch durchaus sinnvoll. Es macht eben dann Sinn, sich mit Vermögensklassen zu beschäftigen, wenn sie nicht zu sehr im Fokus der Marktteilnehmer stehen, wenn der Hype nicht
allzu groß ist, weil wenn der Hype da ist, dann zahlen sie tendenziell auch für gute Vermögensklassen vielleicht etwas zu viel. Und wenn sie zu viel bezahlen, dann haben sie größere Rückschlagsrisiken und natürlich auch geringere zukünftige Erträge für die Zukunft. Also, Thema Inflationserwartung, ich glaube, das ist natürlich ein Game Changer an den Kapitalmärkten. Ob jetzt schon zu viel eingepreist ist aufgrund der Euphorie oder ob man auch wirklich sieht, okay, die Staaten werden mehr tun, wir werden fiskalpolitische Maßnahmen sehen. Gegebenenfalls sehen wir noch das Thema Protektionismus und eine gewisse Dämpfung des Welthandels, was dann auch inflationär wirken könnte in einigen Ländern. Das wird man sehen, aber momentan die größte Disinflationsangst, Deflationsangst, die hieß hier wohl erstmal vom Tisch. Warum, werden Sie sich fragen, kauft dann die Europäische Zentralbank immer noch entsprechend Anleihen? Warum hat man das Programm von März 2017 auf Dezember 2017 verlängert? Kauft also für etwas mehr als, oder war mal irgendwas anders. Ursprünglich hatte man erwartet, dass das Programm verlängert wird und das Volumen gleich bleibt. Man hatte die Laufzeit etwas mehr verlängert als erwartet und hat gleichzeitig das Volumen etwas gesenkt. Also es kommt mehr Liquidität in die europäischen Anleihemärkte, als das der Marktkonsens erwartet hat. Und hier natürlich der Punkt ganz klar, Inflationserwartungen sind erstmal natürlich noch nicht das Maß aller Dinge für die Europäische Zentralbank. Die schaut darauf, aber man schaut natürlich auf die aktuelle Inflationsrate und man sieht vor allem auch als Europäische Zentralbank das Thema systemisches Risiko. Wir haben doch einige Wahlen in der Eurozone im nächsten Jahr, die könnten zu Problemen führen. Wir sehen auch noch andere Krisenindikatoren, die ich Ihnen im Anschluss noch vorstellen werde und dementsprechend durchaus nachvollziehbar, dass die Europäische Zentralbank sagt, okay, wir haben ein Inflationsziel von nahe 2%, da sind wir momentan mit Abstand noch nicht. Dementsprechend bleiben wir auf dem Gaspedal. Wir sehen das Thema Probleme im Finanzsektor, vielleicht Probleme im Bankensektor mit Ansteckungseffekten. Wir haben es jetzt heute über den Ticker gesehen. UniCredit kommt mit einer Kapitalerhöhung im Volumen von rund 13 Milliarden, glaube ich. Man verkauft seinen eigenen Vermögensverwalter an eine französische Gesellschaft, um hier noch ein bisschen Tafelsilber zu realisieren. Also man sieht schon diese Thematik Bankenkrise, die noch nicht ganz ausgestanden und die volkswirtschaftlichen Daten in Italien, die sind ja auch alles andere als verheißungsvoll und dementsprechend meines Erachtens durchaus nachvollziehbar, dass die EZB hier sich noch entsprechend engagiert, weil man möchte sich natürlich im Nachgang nichts nachsagen lassen, dass man zu früh vom Gas gegangen ist und das vor allem in einer Phase getan hat, wo die möglichen Risiken aus politischen Verwerfungen doch durchaus vorhanden sein könnten. Sie lesen viel über das Thema steigende Zinsen und wir sollten uns bei dieser Gelegenheit klar machen, dass das Thema steigende Zinsen eher in den USA der Fall ist. Vor allem auch eher auch bei Segmenten der längeren Laufzeit, wo es ein bisschen nach oben ging, dass wir aber vor allem auch am kurzen Ende, das sehen Sie hier dargestellt in Blau, das kurze Ende der zweijährigen Bundesanleihe und vor allem auch bereinigt um die offizielle Inflationsrate, da sehen Sie immer noch deutlich, dass sich der Anlagenotstand für den deutschen Anleger nicht wirklich verbessert hat, weil hier oben ist die Nulllinie und wenn Sie sich momentan anschauen, für eine Rendite bei einer zweijährigen deutschen Staatsanleihe, die ist negativ. Dazu zahlen Sie im Endeffekt noch die Inflation als indirekte Steuer, wenn Sie so möchten, on top. Das heißt, da sind Sie momentan bei einer Jahresrendite von minus 1,5%. Und wenn Sie mehr Laufzeitrisiken eingehen und ein zehnjähriges Papier kaufen, dann sind Sie immer noch bei einer negativen Erwartung von minus 0,6%. Also im Kern muss man sagen, hier hat sich auf realer Basis wenig geändert, weil die nominellen Zinsen sind zwar gestiegen, gleichzeitig steigt die Inflation auch ein bisschen, also ändert sich am Thema Realzins nicht wirklich viel und ja auch das etwas, was wir deutlicher kommunizieren müssen. Die Bundesbank tut das erfreulicherweise recht häufig. Die stellen eben mal klar, dass es in Deutschland auch in den vergangenen Jahrzehnten häufig der Fall war, dass der Realzins, also die kurzlaufenden Geldmarktzinsen abzüglich der offiziellen Inflationsrate, dass die negativ waren und dass das jetzt nicht nur alles darin begründet, dass das die Europäische Zentralbank sich hier so stark am Markt engagiert, sondern das gab es auch zu Zeiten der guten alten Bundesbank. Das scheint manchmal etwas zu sehr verloren zu gehen, wenn Sie die verschiedenen Verbände von Bankenseite beziehungsweise auch von der Versicherungslobby hier entsprechend in den Medien auftreten sehen. Aktienmarkt mit Sicherheit momentan das Thema, was den größten Effekt in der Presse findet. Und ich habe ihn hier mal mitgebracht, auch dargestellt seit dem 1.1. dieses Jahres, den Dow Jones Industrials Index, also
ein Index aus den USA. Übrigens haben wir in den USA jetzt an mehreren Tagen die Thematik gehabt, dass drei, vier große Leitindizes, also der S&P 500, der Nasdaq 100, also die Technologiebörse und eben auch der Dow Jones, hier parallel Allzeithochs markieren. Und was Sie hier jetzt nochmal sehen, ist eben dieser Dow Jones Industrials Index und in diesem helleren Türkisblau, da sehen Sie den Dow Jones Transportation Index. Und dieser Index, der wird auch gerne als Gradmesser für die wirtschaftliche Aktivität innerhalb der USA herangezogen. Vergessen wir mal das Thema Digitalisierung und ähnliches und unterstellen, dass der Indikator noch so gut ist, wie er vielleicht auch in den vergangenen Jahren war. Dann sehen Sie, auch Anfang des Jahres in dieser allgemeinen Angst, da ging es ordentlich nach unten. Also da waren ruckzuck 12, 13% Verlust, die hier zu Buche standen. Und seitdem ging es spektakulär nach oben. Wenn Sie das mal ausrechnen, wir sind von 100 auf 88 gefallen. Dann waren wir hier und sind dann jetzt hier in der Spitze Richtung 130 gelaufen. Also sagen wir mal, hier sind wir bei 124. Also von 88 auf 100 plus nochmal von 100 auf 124. Das sind ein paar gute Prozent. Also da hat sich der Transportation Index auch sehr, sehr positiv entwickelt. Und es gibt doch auch einige Vertreter, die eine grundsätzliche Bestätigung von positiven wirtschaftlichen Trends darin sehen, wenn eben auch der Transportation Index besser läuft als eben der klassische Dow Jones Industrials. Also, das passt meines Erachtens auch relativ gut dazu, was wir vorhin gesehen haben, eben, dass die wirtschaftlichen Daten zum Teil besser hereinkamen, als man sich das im Verlauf dieses Jahres erhofft hatte. Und nun haben wir eine positive Überraschung, die eben dazu führt, dass die Märkte hier ansteigen. Dazu natürlich noch die Fantasie, dass es gegebenenfalls Steuererleichterungen für die US-Unternehmen geben wird. Steuererleichterungen sorgen dafür, dass der Gewinn nach Steuern steigt und der Gewinn nach Steuern pro Aktie, der fließt natürlich auch in die Bewertung mit ein und erlaubt eben dementsprechend ein steigendes Kursniveau. Also das sehen wir momentan am Aktienmarkt, aber ich glaube, losgelöst von den Indexständen, die wir ja betrachten können, ist es wichtig, ein Gefühl auch für die Zusammensetzung der Märkte zu bekommen. Und auch das sehen Sie hier mal dargestellt. Es gibt ja am Aktienmarkt vereinfacht gesprochen zwei simple Einteilungen von Aktien. Das eine sind eben die Wachstumsaktien, also das Thema Growth. Das andere ist das Thema Value, also eben die Substanztitel. Und wir haben lange Zeit gesehen, wenn wir uns die Historie anschauen, dass Growth besser gelaufen ist als Value. Value über 8, 9, 10 Jahre wirklich schlechter gelaufen als die breiten marktkapitalisierungsgewichteten Indizes. Und Sie sehen es jetzt in diesem Jahr, während es am Anfang des Jahres noch relativ parallel verlaufen ist, da ging es so zusammen nach unten, dann ging es so zusammen nach oben, sehen Sie im Endeffekt hier, dass jetzt die relative Differenz zwischen Value und Growth, die ging auseinander. Da wurden auch besonders defensive Sektoren stark erwischt. Da sehen wir zum Teil eine negative Performance, während die offensiveren Sektoren, die zyklischen Sektoren mit einer starken Wertentwicklung geglänzt haben. Also das ist ein großes Thema und dementsprechend werden Sie, wenn Sie sich im Verlauf des nächsten Quartals, also in 2017, mal die typischen Rennlisten und Ranglisten von Anlagestrategien und Investmentfonds anschauen, dann werden Sie wahrscheinlich sehen, dass Fonds, die typischerweise eher auf Value setzen, dass die sich besser entwickelt haben als die Growth-Titel. Und die Frage, die wir uns nun stellen müssen als Investoren, ist das jetzt nachhaltig oder ist das nur ein kleiner Sturm im Wasserglas? Und aus unserer Perspektive soll das grundsätzlich so sein, dass sie nicht nur auf einen Stil setzen, sondern dass beide Stile vernünftig im Portfolio enthalten sind. Und wenn eben ein Investmentstil über längere Zeit sehr, sehr gut läuft, dann macht es eben auch Sinn, hier mal Chips vom Tisch zu nehmen, ein sogenanntes Rebalancing durchzuführen, um hier die alte Struktur, also die sinnvolle Verteilung dieser beiden Stile eben vorzunehmen. Und Sie sehen, dass das doch wichtig ist, weil jetzt mal auf die 12-Monats-Perspektive sehen Sie eben hier Value, da sind wir bei plus 16, 17%, Growth, da sind wir irgendwo bei plus 6 bis plus 7. Also da sehen Sie schon, das ist eine Differenz von fast 150% und das ist doch eine ordentliche Größenordnung, weil am Ende des Tages ist hier beides Aktien USA. Aber Sie sehen schon diese Differenzierung innerhalb der Aktien in den USA mit einer sehr, sehr starken Auswirkung auf die Wertentwicklung des Portfolios. Und auch hier sieht man, dass dieses Jahr viele alternative Anlagestrategien, sogenannte Long-Short-Fonds oder auch Hedgefonds, die vereinfacht gesprochen darauf gesetzt haben, dass die langweiligen, soliden Branchen weiterhin besser laufen als die Zykliker wie Financials, wie
Energie wie Basis und Grundstoffe, die wurden wirklich zum Teil zerlegt. Da sehen Sie Wertentwicklung momentan von minus 10 bis minus 20%, was eben daran liegt, dass wenn Sie auf etwas setzen, was danach steigt, dann verlieren Sie dort. Und wenn Sie eben auf etwas steigende Kurs setzen, was danach fällt, dann verlieren Sie da auch und dann verlieren Sie auf beiden Seiten und dann haben Sie eben eine Wertentwicklung, die ordentlich negativ ist. Wichtig aber, ich glaube, auch im aktuellen Umfeld ist das Thema Zinsen und hier sehen Sie im unteren Chart, sehen wir mal die relative Veränderung. Also der Chart nicht ganz einfach, aber umso bedeutender. Sie sehen in diesem Orangen sehen Sie das Ratio, also das Verhältnis von Value zu Growth und Sie sehen tendenziell, das hat sich eher nach unten bewegt. Das heißt, in den letzten Jahren, das heißt, Value ist schlechter gelaufen als Growth, ne? Also die Substanz ist schlechter gelaufen als Wachstum. Diese schicke, ja, lilane Linie hier, das ist, sind die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen. Die sehen Sie abgetragen hier an der rechten Skala. Und wir sehen, dass in dieser Tendenz der letzten Jahre und natürlich auch sehr stark während der Finanzkrise sind die Renditen überwiegend gefallen und mit diesen fallenden Renditen hat man gesehen, Wachstumstitel laufen besser als Substanz. Und Sie sehen das jetzt hier am rechten Rand, da sehen wir die Renditen für die 10-jährigen Staatsanleihen gehen nach oben und wir sehen jetzt, dass Substanz besser läuft als Wachstum. Also auch hier die Thematik mit diesem Thema steigende Zinsen scheint Substanz aktuell besser umgehen zu können. Und das ist eben ein weiteres Argument dafür, dass es nicht nur wichtig ist, sein Portfolio zu diversifizieren auf Aktien USA, Aktien Europa, Aktien Schwellenländer und ähnliches, sondern auch die Investmentsziele zu diversifizieren, um sich hier klarzumachen, was sind eigentlich die Treiber in meinem Portfolio. Und wir haben es jetzt hier sehr, sehr schön gesehen. Steigende Renditen haben Kursverluste bei den Anleihen realisiert und die Substanztitel konnten das doch zu einem starken Teil überkompensieren und dementsprechend, wie gesagt, das ist ein wesentliches Thema. Ob dieser Favoritenwechsel jetzt nachhaltig ist, das wird die Zukunft zeigen, aber nochmal hier der Appell, sich klarzumachen, nach doch einigen Jahr, sehr starken Jahren im Bereich Wachstumstitel nach der Finanzkrise, ob wir hier wirklich mal eine Rotation sehen. Und dann macht das doch vorher Sinn, sein Portfolio mal zu analysieren und sich klarzumachen, wie bin ich eigentlich positioniert und vor allem auch, wie hoch ist die Abhängigkeit meines Portfolios von Zinsen, weil das Thema Zinsen, das steckt überall drin. Das haben Sie in den defensiven Aktien, haben Sie eine sehr, sehr hohe Zinskomponente drin. Sie haben es im Edelmetall. Da wirken steigende Renditen natürlich erstmal negativ auf die unverzinste Vermögensklasse. Wir sehen das Thema auch noch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel den Immobilien. Also die Zinsabhängigkeit, die sollte man sich durchaus auch mal anschauen. Ich habe Ihnen das auch nochmal mitgebracht für die globale Ebene, also für den MSCI World. Auch dort habe ich Ihnen mal drei exemplarische Sektoren herausgepickt. Und Sie sehen es hier schon in Orange, die Grundstoffe, ja, seit Jahresbeginn knapp 26%. Wir sehen im Endeffekt Gesundheit, also ein klassischer, ja doch durchaus defensiver Sektor mit einem Minus von 7,2%. Und eben hier der nicht zyklische Konsum, also auch ein eher ruhiger Vertreter, mit einem Plus von 5%. Aber da sehen Sie schon sehr, sehr deutlich, vieles von dem, was in den Jahren 2011, 2012, 2013, 14 und 15 gut funktioniert hat bei der Selektion der Aktien, bei der Auswahl von Sektoren. Das für 2016 hat sich das umgekehrt. Und wenn Sie sagen, ich kaufe doch gar keine Sektoren, ich investiere doch nur in Aktienfonds oder in Indexfonds und börsengehandelte ETFs, dann muss man sagen, wenn Sie heute einen Index kaufen, dann kaufen Sie natürlich auch eine Branchengewichtung. Und dementsprechend kann man durchaus auch diskutieren in der heutigen Welt, die doch ja sehr vernetzt und global dargestellt wird. Macht es heute noch Sinn, nach Ländern zu diversifizieren, also nach bisschen Deutschland, bisschen USA, bisschen China und ähnlichem? Oder macht es vielleicht eher Sinn, nach Sektoren zu diversifizieren? Also wie soll das Verhältnis von Pharma zu Gesundheit zu Basis und Grundstoff und ähnlichem sein. Also das ist eine Diskussion, die man in der Investmentindustrie immer mal wieder hat, die jetzt über einige Jahre nicht zu hören war, weil die Indizes ja in der Breite sehr gut gelaufen sind, weil sie auch ordentlichen Anteil von Wachstumstiteln drin hatten. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Rückkehr von Value sehen, dann wird das ein Thema sein, was man stärker diskutieren wird. Also inwieweit macht es Sinn, nicht den Marktindex zu kaufen, sondern einen
Investmentprodukt, einen Index, der eben einen stärkeren Fokus auf Value setzt. Und man wird auch diskutieren, ob es nicht vielleicht zeitgemäßer wäre, weniger auf Länderindizes zu setzen oder in Länderindizes zu denken, sondern vielleicht eher auf der Sektorebene hier zu denken, weil Sie sehen schon, wenn wir uns das mal klar machen, am Ende des Tages sowohl Gesundheit als auch Grundstoffe würden Sie beides innerhalb Ihres Portfolios in die Anlagenkategorie Aktien einordnen. Aber das eine macht plus 26, das andere macht minus 7, also eine Differenz von 33%. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass dieses Thema stärker kommen wird. Vor allem, wenn man sich vorstellen würde, dass wir vielleicht weniger Einfluss der Geldpolitik sehen, die sich ja doch etwas abgenutzt hat, und etwas mehr Einfluss von der fiskalpolitischen Seite sehen sollten, dann würde man doch unterstellen, dass es doch relativ klare Gewinner gibt, was die Sektoren betrifft, und relativ klare Verlierer auch. Auch die Währung, die möchte ich Ihnen nicht unterschlagen. Währungen sind ein durchaus wichtiges Thema, weil die schlagen natürlich auch über Wechselkurseffekte auf die Gewinne der Unternehmen sich nieder, und durch die Gewinne der Unternehmen werden ja doch auch die Aktienmarktentwicklung doch entsprechend auch beeinflusst. Und wir sehen es hier, das britische Pfund mal sehr deutlich dargestellt. Wir haben den Brexit gesehen im Sommer, da ging es ordentlich nach unten, aber auch von diesen Tiefs, die wir gesehen haben, sehen wir, dass das Pfund momentan schon wieder ein bisschen aufgewertet hat. Wir sehen auch gleichzeitig, dass der US-Dollar hier ein bisschen auf handelsgewichteter Basis gewonnen hat, und wo wir momentan eine starke Abwertung sehen, handelsgewichtet, das ist hier entsprechend eben Japan. China ist hier nicht mit drauf, aber auch in China sehen wir eine entsprechende Abwertung, und von daher, ich glaube, das ist schon ein Thema, was man nicht ganz vergessen sollte, weil wenn Sie heute ein globales Portfolio aus Wertpapieren halten, dann spielen Währungsentwicklungen doch einen deutlichen Einfluss, und von daher sollten wir das Thema nicht ganz vernachlässigen. Wo das Thema eine große Relevanz hat, meines Erachtens, ist natürlich auch bei der konkreten Kapitalanlage und bei der Auswahl hier natürlich von Anlageprodukten. Was sehen Sie hier? Im oberen Chart sehen wir zunächst mal hier dargestellt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen. Da bekommen Sie momentan eine Rendite von rund 2,48%. Wohlgemerkt pro Jahr. Und was Sie hier unten sehen, das ist in Blau, das ist die Rendite einer deutschen 10-jährigen Staatsanleihe, also rund 0,2, 0,3% sind wir da momentan irgendwo aktuell. Und diese rote Linie dazwischen, diese 0,538, das ist die Rendite einer 10-jährigen US-Staatsanleihe. Wenn Sie ein Währungsgeschäft tätigen, also wenn Sie sagen, okay, ich kaufe zwar die US-Anleihe, die hat ein Dollarrisiko, und dann sichere ich dieses Dollar-Euro-Schwankungsrisiko, sichere ich ab über ein Termingeschäft, dann müssen Sie Kosten tragen. Und die Kosten einer Währungsabsicherung, die sind vereinfacht gesprochen die Differenz eben der kurzfristigen Zinssätze zwischen Euro und US-Dollar in diesem Beispiel. Und die habe ich Ihnen hier auch mal mitgebracht. Und da sehen Sie momentan, dass die angestiegen sind, ja, von hier, also sprich momentan die Absicherungskosten für 12 Monate ungefähr 2%. Und das heißt, wenn Sie momentan sich einen globalen Aktienfonds kaufen, der auf 12 Monate das Währungsrisiko immer wieder rollierend absichert, dann kostet das momentan 2% pro Jahr. Und dementsprechend diese Zinsdifferenz, die sich ausgeweitet hat zwischen dem Euro und dem US-Dollar, die hat durchaus Auswirkungen dementsprechend nicht nur auf das Thema Zinsen, das wäre relativ eingängig, sondern Sie sehen es eben auch bei allen Investmentprodukten und Fonds, die eben hier mit Währungsabsicherung arbeiten, aber auch wenn Sie zum Beispiel ein Goldprodukt kaufen, ein Gold-ETC oder ein sonstiges Gold-Investmentprodukt, wo Sie eben eine Währungsabsicherung vornehmen oder der Anbieter diese für Sie vornimmt, dann haben wir auch hier die Absicherungskosten eben aus der Zinsdifferenz, und da die kurzfristigen Zinsen in der Eurozone tendenziell weiter niedrig bleiben, respektive sogar gefallen sind und die in den USA entsprechend nach oben gehen, steigen eben ceteris paribus unsere Absicherungskosten hier nach oben. Und dementsprechend sollte man hier sich auch die Frage stellen, bei welchen Vermögensklassen bleibe ich meiner Absicherung treu? Bei welchen Vermögensklassen macht es vielleicht auch Sinn, diese Währungsabsicherung aufzunehmen? Und hier gilt es dann eben auch zu bedenken, welche Wechselwirkungen in Ihrem Portfolio entstehen. Aber das ist meines Erachtens durchaus ein Punkt, der ein bisschen vergessen geht, weil oft lesen Sie etwas zum Thema, der Preis der Währungsabsicherung sind 5 Basispunkte, also 0,05%. Ja, das sind die Gebühren, die dafür in Rechnung gestellt werden, dass man diese Währungsabsicherung technisch vornimmt. Also, wenn Sie wollen, das ist eben die Kosten für das Handwerkszeug. Aber der relativ
relevante Kostenbeitrag, der ist eben die Zinsdifferenz, wie Sie hier dargestellt sehen. Und aufgrund der jüngsten Thematik sehen wir eben steigende Zinsabsicherungskosten. Also, wenn Sie irgendwo lesen, wenn Ihnen die Zinsen in Deutschland zu niedrig sind, dann gehen Sie noch in die USA. Da kriegen Sie 2,5% pro Jahr, wenn Sie 10-jährige Bonds kaufen. Dann wissen Sie ab jetzt, okay, das mag zwar so sein, aber wenn ich die Währung absichere, dann sehe ich letztendlich hier auch, dass meine Rendite sich doch erheblich reduziert. Dann bleiben eben von 2,5 nur noch 0,5 übrig. Und ich muss mir ja auch klar machen, dass die Währungsabsicherung in diesem Rechenbeispiel nur auf ein Jahr gerechnet ist. Ich aber ein Papier kaufe mit einer entsprechenden Laufzeitprämie von rund 10 Jahren, weil die US-Staatsanleihe hier mit der Laufzeit von 10 Jahren ja ausgewiesen. Also wie gesagt, das ist ein großes Thema, nicht nur bei Zinsprodukten, auch bei Produkten, die eine entsprechende Währungsabsicherung vornehmen. Wie gesagt, das trifft Rohstoffe, das trifft auch Edelmetallprodukte, das trifft aber auch ganz klassische Aktienindex oder auch Aktienfondsprodukte. Dementsprechend, das sollte man durchaus auf dem Schirm haben. Wenn wir abseits der normalen Kapitalmarktbewegungen schauen, dann sehen wir leider Gottes auch, dass ein altbekannter Krisenindikator sich zu neuen Höhen aufschwingt. Sie lesen momentan dazu momentan nichts in den Medien. Es wird wahrscheinlich noch kommen. Vereinfacht gesprochen sind das eben die Tage-2-Salden, wo es darum geht, Ungleichgewichte im Zahlungsverkehrssystem der Europäischen Zentralbank auszudrücken und wo man eben auch sagt, okay, das erhöht den Haftungspegel der Bundesrepublik Deutschland. Und Sie sehen mal hier die Forderungen, die wir hier aufbauen als Deutschland. Da sind wir bei rund 700, ich glaube 20 Milliarden. Und gleichzeitig sehen Sie die Verpflichtungen, die hier aufgebaut werden von einzelnen Ländern wie Italien. Da sehen Sie, die entfernen sich nach unten von der Nulllinie, die werden also größer. Und Sie sehen nach unten hier nochmal in dunkelblau, sehen Sie die Peripherie. Also da sehen wir, wie gesagt, etwas, was wir schon mal gesehen haben. Da laufen wir wieder Richtung des Niveaus, was wir schon mal gesehen haben, bevor Mario Draghi damals sagte, whatever it takes, wir werden alles tun, um die Stabilität der Eurozone zu gewährleisten. Aber wir sehen natürlich auch gleichzeitig, dass diese momentane Ruhe an den Kapitalmärkten, die wird natürlich doch durchaus mit gewissen Verschiebungen erkauft, die ein latentes Potenzial natürlich haben für einen möglichen Austritt eines Landes der europäischen Peripherie, hier einen entsprechenden Schaden natürlich für Deutschland hier entsprechend zu kreieren. Das IFO-Institut, damals noch Professor Dr. Sinn, ja auch ein sehr gutes Buch geschrieben zu dem Thema und auch das IFO-Institut, IFO-Institut. Das IFO-Institut ist eine Fortbildungsinstitution für Steuerberater, wo ich dieses Jahr war. Also das IFO-Institut, die weisen auf ihrer Webseite auch einen Haftungspegel aus. Den kann man sich immer mal anschauen. Da sehen Sie das mal sehr, sehr schön wieder, die möglichen Verbindlichkeiten und das doch mögliche Schadenpotenzial für Deutschland einzuschätzen sind. Und wie gesagt, das ist ein Krisenindikator. Momentan schaut da keiner drauf. Aber das zeigt natürlich doch auch, dass so ein Thema wie Kapitalflucht aus Italien durchaus stattgefunden haben, aber auch wer will es ihnen verdenken und das natürlich auch nicht nachhaltig ist, wenn ein Land wie Deutschland, ich glaube, 8% Leistungsbilanzüberschuss hier kreiert, selbst aber eine schwarze Null produziert, dass das natürlich nachhaltig nicht funktionieren kann in diesem Währungssystem, wie wir es momentan haben, dass es da zu Ungleichgewichten kommt, braucht man, glaube ich, kein Volkswirt dazu zu sein. Also das bleibt dahingehend spannend. Im Fazit für uns als Anleger natürlich die Thematik, dass wir das systemische Risiko, so klein wie es auch sein mag, auf dem Schirm halten, dass das reflektiert wird durch eine global ausgerichtete Anlagestrategie, dass das ebenfalls reflektiert wird, vielleicht auch durch die entsprechende Auswahl von Wertpapieren, der Auswahl von Emittenten und möglichen Risiken. Also so eine Art Stresstest fürs Depot, aber auch für die eigene Anlagestrategie, sowohl für die Umsetzung als auch für die effektive Lagerung der Wertpapiere, die ist, glaube ich, durchaus sinnvoll. Muss wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten sein, aber im Januar kann man sich mit diesem Thema durchaus mal beschäftigen, weil es ist doch relativ einfach und effizient heute möglich, die großen Schäden von solchen Ereignissen zu reduzieren. Und oft ist es auch so, man geht hier als Anleger Risiken ein, die sie gar nicht in Form von Rendite vergütet bekommen. Und dann kann man sich das Risiko auch von vorne schenken. Übrigens, die Zahlen hier steht der Stand Ende August. Ja, die Zahlen sind per Ende September und das sind eben auch die aktuellsten Daten, die uns hier zu diesem Thema vorliegen. Ansonsten ein Blick über den Tellerrand. Ich habe das bewusste ausgeschnitten, dass mal die Darstellung eines weltweit sehr großen Vermögensverwalters. Und hier sagt man, wie sind eigentlich die erwarteten Gesamterträge auf Basis deren Einschätzung für die nächsten 5 Jahre? Andere Institute tun das auch noch auf längerer Basis. JP Morgan zum Beispiel mit einer
sehr hohen Aufwand, erstellen dir ihre Prognosen für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, sachlich sehr fundiert, auf jeden Fall eine gute Reflexion auch mal der Themen, wobei man auch sagen muss, da geht es nicht um Punktprognosen, sondern einfach nur mal um die Grundsatzthematik. Und wenn Sie sich das hier mal anschauen, dann sehen wir hier mal ja, die Erwartung für europäische Währungsunion, also Euro-Staatsanleihen, die liegt eben unterhalb der Nulllinie. Auch für Cash erwartet man negative Erträge. Unternehmensanleihen nicht ganz so negativ, aber doch auch negativ. Und wo es dann langsam besser wird, das sind Schwellenländeranleihen, das sind Hochzinsanleihen. Wobei man aber auch ganz klar sagen muss, wenn sich hier mal die Gesamterträge anschauen, auf 5 Jahressicht in den Ertrag pro Jahr, naja, 2% für Hochzinsanleihen auf globaler Ebene ist vielleicht auch keine optimale Vergütung des Risikos. Also wir sehen tendenziell, der Zinsbereich ist doch sehr, sehr stark zusammenkomprimiert. Viele sagen, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, Laufzeitrisiken einzugehen, wenn ja die Rendite von der 10-jährigen Anleihe nicht mehr Rendite bringt als das Cash auf einem Sparkonto, wo sie keinen Strafzins zahlen als private Anleger. Und wo es dann interessanter wird, da sehen wir im Endeffekt hier auch das Thema Aktien tendenziell. Die Kollegen erwarten hier die höchste Renditeerwartung für das Thema Aktien aus Schwellenländern. Klar, die sind momentan am günstigsten bewertet. Die waren lange am unbeliebtesten. Dementsprechend hier die höchste Ertragserwartung. Aber ich glaube, das ist ein schönes Thema, was wir uns mal klar machen müssen, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen und mal die Tagespresse und die NTV und Bloombergs Push-Nachrichten mal ausblenden, dass wir einfach in vielen zinsnahen Vermögensklassen ein Bewertungsniveau haben, was auf nominaler Basis sehr, sehr niedrige Erträge erwarten lässt, was dazu noch das Risiko birgt, dass, wenn die Inflation steigt, dass diese Erträge eben auf realer Basis sich sogar ins Negative umkehren und dass tendenziell dort, wo sie noch positive Ertragserwartungen haben können, eben auch am Aktienmarkt, dass man auch hier sagen muss, ich muss heute bedeutend mehr Schwankungen akzeptieren, als das vor einigen Jahren der Fall war für den gleichen Ertrag. Und das noch in einer Phase, wo alles digitaler, alles schneller passiert, was die Informationssorgung betrifft. Die Herausforderungen für Anleger, die sind da auf der emotionalen, psychologischen Basis meines Erachtens deutlich größer, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Also wie gesagt, das aus meiner Perspektive nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch dazu werden wir nochmal ein spezielles Webinar machen, dieses Thema langfristige Kapitalmarktprognosen. Da schauen wir uns mal die weltweit größten Vermögensverwalter an und dann werden wir Ihnen mal darstellen, auf welcher Basis, weil die Systematik ist hier häufig sehr, sehr ähnlich, wie man auf Basis von Annahmen zu Wachstum, zu Inflation und volkswirtschaftlichen Themen zu Renditeannahmen für verschiedene Vermögensklassen kommen kann. Und da geht es meines Erachtens weniger um die absolute Zahl, die da rauskommt, sondern es geht vor allem auch um die relativen Bewertungen zwischen den verschiedenen Vermögensklassen. Und da kann man, glaube ich, auch schon für eine langfristige Anlagestrategie für sich selbst da einiges draus ableiten. Im Fazit muss man sagen, Oldie but Goldie. Und warum Oldie but Goldie? Nun ja, weil sich hier relativ wenig geändert hat. Ich habe Ihnen das mal aus einem alten Factsheet rauskopiert oder aus einem Infosheet einer strategischen Vermögensverwaltung. Und wenn Sie das hier lesen, dann sehen Sie, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ja? Durch die Intervention der Notenbanken und die anhaltend niedrigen Zinsen wurde ein Anlagenotstand erzeugt. Den haben wir heute immer noch, vor allem natürlich auch in Europa. Schauen Sie sich Deutschland an, blicken Sie auf die Immobilienmärkte. Da können Sie den Anlagenotstand ja faktisch mit den Händen anfassen. Wir sehen, dass nahezu alle Segmente der Kreditmärkte, also die Anleihemärkte, ein sehr ungünstiges Chance-Risikoprofil aufweisen. Ja, sie haben noch einen Renditeaufschlag, eine Risikoprämie für das Kreditausfallrisiko, aber aufgrund der Tatsache, dass die nominellen Renditen der sicheren Zinsen so weit nach unten gedrückt sind, sind natürlich die Gesamterträge auch relativ niedrig geworden und klar, durch die Europäische Zentralbank ist auf die Renditen erstmal ein Deckel drauf, aber Sie haben gesehen, wie schnell das sich auch mal in den USA drehen kann und irgendwann werden wir auch mal in Europa das Thema bekommen, dass es am Zinsmarkt eine Wende gibt. Das kann hier niemand prognostizieren, wann das sein wird, aber ich glaube nicht, dass die Zinsen noch mal so lange so niedrig bleiben, wie sie es jetzt schon sind. Schauen wir mal, wie es Ende 2017 aussieht, was die Notenbank dann kommuniziert und dann kann ich mir doch vorstellen, dass wir auch mal eine Bewegung in die andere Richtung sehen und dann trifft das natürlich viele Anleihesegmente gleichzeitig. Also dementsprechend, Investoren werden nicht ausreichend für Kredit- und Laufzeitrisiken belohnt. Das Thema würde ich auch heute noch so unterschreiben.
Wir sehen das ja relativ deutlich, wenn wir die Gesamterträge anschauen, auch eben die Ertragserwartung für einen längeren Zeitraum haben Sie ja gesehen, die sind jetzt nicht wirklich prickelnd und das erklärt natürlich auch, warum Sie momentan Fernsehwerbespots von einem großen deutschen Versicherer sehen, die Ihnen zeigen, okay, wir investieren eben in Landwirtschaft, in Immobilien und ähnliches. Da muss man sagen, die sollten doch mal bitte ihren Kuchen zeigen, wie viel Prozent davon denn in diese Sachwerte geht und welcher Teil denn in die Anleihemärkte der bei Unternehmensanleihen und Pfandbriefen geht. Aber wie gesagt, so ist Werbung eben, heißt aber auch ganz klar, die Probleme, die wir in der kapitalgedeckten Altersvorsorge haben, die ja in Deutschland de facto eine zinsbasierte Altersvorsorge ist, die bleibt uns natürlich erhalten, weil wenn Sie eine zinsbasierte Altersvorsorge haben und es gibt keine Zinsen mehr, dann ist das relativ deutlich, dass wir hier Probleme haben werden und die Probleme sind, glaube ich, noch nicht am Ende. Deswegen in der Conclusio für Anleger aus unserer Perspektive momentan bei Anleihen mit sehr guter Bonität, Fokus auf kurzen Laufzeiten, nicht in einen Anlagenotstand reindrücken lassen. Manchmal ist es besser, die Null oder ein leicht negatives Ergebnis zu akzeptieren, als ein zu großes Rückschlagsrisiko. Natürlich muss das breit gestreut werden. Ein solider Bonitätsmix über eine große Anzahl von Schuldnern und der reale Kaufkrafterhalt. Klar, Aktien sind da mit Abstand die relevanteste Anlageklasse, die Beimischung von Rohstoffen, vielleicht auch um das Thema Inflationsrisiko bei sonstigen Renten, Papieren, Lebensversicherungen oder auch Geldwerten aufzufangen, sinnvoll Edelmetalle, hier vornehmlich das Geld, das Gold als Element der Absicherung gegen systemische Risiken oder auch einen Unfall im Finanzsektor, gehört natürlich auch weiterhin in die Vermögensstruktur mit rein. Da geht es nicht um die Partizipation an Preistrends, sondern einfach an einen stabilen Anker. Und wie hoch der sein sollte, hängt davon ab, wie gut Ihr Portfolio diversifiziert ist. Also, wenn Sie ein super diversifiziertes Portfolio auf globaler Basis haben, dann brauchen Sie natürlich viel, viel weniger Edelmetall, als wenn Sie Ihr ganzes Geld auf Tagesgeldkonten und Anleiheprodukten investiert haben. Dann brauchen Sie vielleicht ein paar Edelmetalle mehr. Also von daher, je besser Sie diversifiziert sind, desto geringer kann der Anteil an Edelmetallen sein. Nichtsdestotrotz, Edelmetalle in physischer Form gehören natürlich in jedes Portfolio hinzu und klar, abschließender Satz. Der Aktienmarkt hat das transparenteste Risiko von oder Verhältnis von Rendite und Risiko. Man muss es entsprechend hier nur mal sinnvoll umsetzen. Also wie gesagt, ich glaube, da hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht wesentlich was verändert. Wir haben jetzt eher mal in den vergangenen Monaten gesehen, dass doch das passiert ist, vor dem man ja auch lange Zeit mal gewarnt hat. Eben dieses Thema, es gibt mal eine gegenläufige Zinsbewegung in den USA. Eben auch das Thema, dass vielleicht auch manche sichere Vermögensklassen etwas teuer geworden sind für die Qualität. Das haben wir jetzt auch gesehen. Sie haben die Sektoren hier entsprechend gesehen und dass vor allem auch mal ein Wechsel der Favoriten stattfinden kann, was eben die Selektions- und Sektorenauswahl am Aktienmarkt betrifft und dass das doch durchaus sehr, sehr starke Auswirkungen auf Anleger haben kann, weil wenn sie eben in Gold investiert sind, plus sicheren Aktien, plus sicheren Anleihen mit langer Laufzeit, dann haben Sie zwar drei verschiedene Vermögensklassen, aber Sie haben dreimal die Thematik, dass Sie unter der Flucht aus sicheren Häfen leiden und dann haben Sie zwar diversifiziert, aber dann verlieren Sie eben trotzdem dreimal. Dementsprechend ist es eher sinnvoll, hier vielleicht eine sichere Anleihe mit einer Value-Aktienstrategie zu kombinieren oder eine klassische Zinsanlage mit einer inflationsgebundenen Anleihe, weil sie damit letztendlich einfach auf ein besseres Chance-Risikoprofil hier auch kommen. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle bin ich am Ende. Rückfragen und Feedback natürlich jederzeit gerne per E-Mail, respektive natürlich auch hier telefonisch. Die Möglichkeiten stehen Ihnen wie gewohnt auch zur Verfügung. Ansonsten würde ich die Aufnahme an dieser Stelle beenden und wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest. Und wer von Ihnen jetzt noch Fragen stellen möchte, hier entsprechend über das Chatfenster, der kann es an dieser Stelle nun gerne tun. Vielen Dank.